Heute in meiner neuen Reihe Einfach Elegant machen wir diese wundervolle Karte. Ihr seht, der Hintergrund ist wunderschön geprägt und die Karte ist schnell gemacht, macht aber wirklich was her. Falls ihr keine Stanz- und Prägemaschine habt, könntet ihr auch statt diesem geprägten Papier einfach ein Designerpapier verwenden. Ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß beim Nachbasteln und beim Zuschauen.